Hallo YouTube, mein Name ist... Ich arbeite mit dem Streamer The Noobifier zusammen. Er erstellt Videos zu Star Citizen. In seinem No-Bullshit-Stil verzichtet er darauf, um den heißen Brei herumzureden. Ihr bekommt alle wichtigen Infos zur Entwicklung von Star Citizen zeitnah und kompakt präsentiert. Damit spart ihr euch Zeit und seid immer aktuell informiert. Was ist Star Citizen eigentlich? Chris Roberts, der bereits seit über 20 Jahren Computerspiele entwickelt, hatte 2013 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dabei wollte er ursprünglich eine einfache Weltraumsimulation entwickeln. Weil die Kickstarter-Kampagne auf massive Zustimmung gestoßen ist, wurde der ursprüngliche Plan geändert. Statt einem einfachen Nachfolger des Spiels Freelancer sollte Star Citizen etwas ganz Neues werden. In den Worten von Chris Roberts, es wird die verdammt beste Weltraumsimulation, die es je gegeben hat. Nach und nach werden verschiedene Gameplay-Elemente entwickelt, die es dem Spieler am Ende ermöglichen sollen, ein frei begehbares Universum zu nutzen und ein nie dagewesenes Level an spielerischer Freiheit zu erleben. Seit 2015 gibt es das Persistent Test Universe, das PTU, also eine dauerhafte Umgebung, in der Spieler bereits jetzt die Spielmechaniken testen können, die laufend entwickelt werden. Auch in den letzten 3 Jahren hat das Projekt enorme Fortschritte gemacht. Von einer einfachen Mondlandung bis hin zu einem dynamischen Wirtschaftssystem, das sich in Echtzeit reguliert, sind bereits zahlreiche Spielmechaniken umgesetzt worden. Das endgültige Spiel soll später kostenlos sein. Um Zugang zur Beta, also zum PTU, zu bekommen, muss man das Projekt allerdings finanziell unterstützen. Im Gegenzug bekommt man Raumschiffe zur Verfügung gestellt, die man dauerhaft benutzen kann. Das Spiel ist allerdings nicht Pay-to-Win. Da ein wesentlich größeres Schiff aber zum Beispiel spielerisch viel mehr Möglichkeiten bieten kann, reichen die üblichen Preise von 50 bis 300 Euro. Darüber hinaus gibt es auch Schiffe, die man aber nur in einer Gruppe verwenden kann und sollte. Aktuell wird mit Squadron 42 auch ein Singleplayer-Modus entwickelt, in dem man einen militärischen Konflikt in der Vergangenheit nachspielt. Dieses Event spielt zeitlich vor dem PTU, also dem Multiplayer. Star Citizen ist aktuell nur in Englisch verfügbar, eine Übersetzung ins Deutsche wird es aber geben. Das Spiel ist aufgrund seiner Größe leistungshungrig. Wenn ihr unsicher seid, ob es läuft, könnt ihr auf der Website robotspaceindustries.com unter Telemetrie nachsehen, wie flüssig das Spiel bei euch laufen wird. Es wird dringend empfohlen, es auf einer SSD zu installieren. Die Philosophie von Chris Roberts ist, wir machen das Spiel so realistisch wie möglich, dann bringen wir es zurück auf ein Level, wo es auch Spaß macht. Dementsprechend muss man als neuer Spieler erst einmal lernen, wie man in sein Schiff kommt und es zum Fliegen bringt. Seit kurzem bietet CIG auf seiner Website ein Guide-System an, in dem Spieler anderen Spielern alles Nötige beibringen. Bitte nutzt dieses System. Sowohl für Veteranen als auch für Neulinge ist es eine tolle Sache und es bietet die Möglichkeit, schnell neue Kontakte zu schließen. Es gibt fortgeschrittene Inhalte, die interessierte Spieler belohnen. Trotzdem ist das Spiel sehr einsteigerfreundlich. Als Einzelspieler hat man nur wenige Einschränkungen und Zugang zu allen Spielmechaniken. Trotzdem lohnt es sich, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten. Dafür setzt das Spiel genügend Anreize. Außerdem macht es in der Gruppe einfach noch mehr Spaß. Damit habt ihr einen Überblick über Star Citizen bekommen. Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt diesem Kanal. Wir werden euch über alle aktuellen Neuerungen auf dem Laufenden halten. Außerdem wird es einige interessante Themen geben, die ebenso interessant für Neulinge wie für Veteranen sein werden. Falls ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das direkt über Patreon tun. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Ansonsten teilt dieses Video bitte mit euren Freunden. Wir möchten den Leuten Star Citizen näher bringen. Dieses Ziel können wir nur mit eurer Mithilfe erreichen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im Verse.